Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen 3 Uhr nachts Challenge. Ja, ihr wolltet unbedingt, dass ich eine weitere hier im neuen Haus mache. Und zwar machen wir die nächste hier auf dem Dach, auf der Dachterrasse. Ich habe hier eine und die sieht nachts schon ziemlich gruselig aus, muss ich sagen. Also ich meine, ich bin alleine, es ist dunkel und ja, niemand anderes ist wach. Ich habe Angst vor allem, was das letzte Mal passiert ist, Leute. Ich weiß bis heute nicht, wer es war. Und zwar war ich ja alleine nachts im Garten zelten. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Aber irgendjemand ist zu meinem Zelt gekommen und ich weiß einfach nicht, wer das war. Zum Glück ist die Person einfach nur weggerannt und hat mich danach in Ruhe gelassen. Aber ich hatte gar keine Lust mehr, weiter dort zu zelten. Aber wenn ich daran wieder denke, dann habe ich echt Angst, alleine hier auf der Dachterrasse zu sein. Ich meine, da kann zwar keiner kommen, aber trotzdem. Falls ihr wollt, dass ich noch weitere 3 Uhr nachts Challenges hier im neuen Haus mache, dann sprengt den Daumen nach oben. Wo soll ich es als nächstes machen, Leute? Bei 40.000 mache ich das, aber schreibt unbedingt in die Kommentare, wo es sein soll. Ich würde sagen, warte, wie viel Zeit haben wir noch? Was? Wir haben noch 8 Minuten? Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen länger Zeit. Ich bin hier schon im gemütlichen Onesie und chill mich gleich nach draußen. Oh mein Gott, 3 Uhr. Dann gehen wir mal auf die Dachterrasse. Echt super dunkel, aber ich habe auch noch meine Taschenlampe, meine ultra gute, und ich kann mich hier in meinen Sessel chillen, sofern man was erkennen kann. Da werde ich mich jetzt gleich reinsetzen und mal gucken, was wir gleich machen werden und ob hier irgendwas passiert oder nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Ich mache mir sonst in die Hose. Okay. Man sieht mich gar nicht, oder? Aber gleich, Moment, in 3, 2, 1. Jetzt. Oh mein Gott. Als ich zelten war, fing ja meine Taschenlampe an zu flackern. Ganz viele von euch meinten, das lag vielleicht daran, dass die Batterien leer sind. Aber ich habe sie erst ausgewechselt. Klar, ich hatte meine Taschenlampe ein bisschen benutzt. Aber Leute, normalerweise dauert das ewig, bis die Batterien leer sind. Und jetzt, ich habe immer noch dieselben Batterien drin und die flackert nicht mehr. Also, ich habe keine Ahnung, aber es hat mir echt dezent Angst gemacht. So sieht das hier aus. Und ich bin alleine. Hoffe ich ja. Oh mein Gott, Leute, wisst ihr, was wir machen können? Wir könnten mal wieder Ghost Radar ausprobieren. Meint ihr, hier wird irgendwas angezeigt? Oder Ghost Radio? Wir probieren es einfach mal. Ghost Radar. Leute, ich hab's an, ich hab's an, ich hab's an. Wird irgendwas angezeigt? Hallo, ist hier ein Geist? Ist hier ein... Wo, bei mir zu Hause? Er ist weg. Er ist weg. Das muss irgendwo zu Hause sein bei mir. Hallo, ist ein Geist anwesend? Warum knackt auf einmal meine Chipstüte? Oh, bitte lass nicht meine Pommes verflucht sein. Was? Psychischen? Warum ist das... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es bewegt sich. Hier wird irgendwas angezeigt. Glück. Rot, rot. Objekt. Bist du ein guter oder ein böser Geist? Es war gerade rot und das war direkt vor mir. Bist du ein guter oder ein böser Geist? Hier ist auf einmal nichts mehr. Das ist hier vor mir und meine Chipstüte hat gerade geknackt. Also... Kann nur Zufall sein, aber bei sowas glaube ich nicht. Wo bist du? Vor mir? Leute, da steht Biss. Das bewegt sich. Warum zeigt er immer nach drin? Da schon wieder, nach drin. Immer hinter mir. Hinter mir drin, glaube ich, oder? Jürgen? Digga, was? Zeigt immer wieder nach drinnen. Kann ich jetzt happy darüber sein, dass ich draußen bin, oder was ist das? Sollte ich mal gucken? Ich schau mal.
Hier ist nichts. Mal gucken, was passiert, wenn wir den Ghost Radar hier benutzen. Ob was wieder angezeigt wird. Ey, wenn der das an derselben Stelle anzeigt, wo es gerade eben war, dann drehe ich durch. Bist du ein böser oder ein guter Geist? Warte, da ist was angezeigt. Einmal. Einmal? Was? Leute, das bewegt sich. Vielleicht sollte ich ein bisschen rumlaufen damit. Geschlossen. Geschlossen? Was ist geschlossen, Digga? Ja, die Läden sind alle geschlossen. Ja, nichts Neues. Aber, was soll das bedeuten? Oder die Tür abgeschlossen? Oh mein Gott, ich habe irgendwas knacken gehört. Aber es war irgendwie unten. Okay. Australien. Australien? Bitte was? Aber ich bin jetzt hier in die Richtung vom Eingang gegangen und direkt ist es ausgeschlagen. Ich schwöre, ne, wenn irgendwas bei mir zu Hause spuckt, ne, ich zieh gleich wieder aus. Was ist das? Da, seht ihr das? Gegeben. Gegeben? Das macht gar keinen Sinn. Bist du ein guter oder ein böser Geist? Ausschlag. Immer wieder Richtung zu Hause. Oh mein Gott, warum bewegt sich das? Klein. Klein? Was, ich? Oder was? Ist hier jemand? Okay, es passiert nichts. Aber ich finde es gut, dass es gerade nicht ausschlägt. Okay. Leute, was ist das? Seht ihr das? Da? Ja, was ist das? Das hat doch da aufgeschlagen. Hä? Wie kommt das hier hin? Da, wo das ausgeschlagen ist. Ist da überhaupt was drin? Leute, irgendjemand war hier drin. Und ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vor allem, ich kann das nicht mal öffnen, Leute. Was soll ich damit machen? Soll ich mit dieser komischen Geldkassette hier machen? Ich weiß noch nicht mal, wem die gehört. Ey, genau dort, wo die App was angezeigt hat. Also, dass es drin ist. Ich habe vorhin geguckt, da war nichts. Und plötzlich liegt da was. Oh mein Gott, Leute, ich brauche meine Gewaltmatschek-Decke. Das geht so nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich habe Angst. Ich habe so Angst. Jetzt kickt das aber richtig hart. Jedenfalls. Probieren wir einfach mal eine verfluchte Nummer an. Ich weiß zwar nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber gibt es irgendwelche Nummern, die noch funktionieren? Alter, ich bin durch. Ich bin so durch, ehrlich. Irgendwie soll was Komisches zu hören sein, wenn man die anruft. Und ich wollte die einfach mal ausprobieren, um zu schauen, was da so hintersteckt. Das ist die Nummer. Das ist plus eins. Das ist halt in den USA irgendwie. Deswegen muss ich die Vorwahl eingeben. Und ja, dann die Nummer, die dort stand. Okay. Was zum Teufel war das? Ey, die Nummer hat tatsächlich funktioniert, aber war das eine Mailbox? Aber warum hört sich das so verdammt gruselig an? War so gruselig, ehrlich, diese verfluchte Nummer. Ey, wie kommt man darauf, solche verfluchten Nummern zu machen? Aber irgendwas ist bei mir zu Hause und ich weiß nicht, ob ich da noch rein soll. Ist schon wieder der Fokus weg. Leute. Was ist das? Leute, irgendwas ist da. Oh mein Gott, seht ihr das? Hallo? Hallo? Oh mein Gott, Leute. Irgendjemand hat daran geruckelt. Ey, die Tür ist eine Spalt auf. Jemand hat das Licht ausgemacht. Hallo? Hallo? Leute, jemand ist hier drin. Das war an. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Diese komische Geldkassette liegt da immer noch.
Und irgendjemand hat das Licht ausgemacht und an der Tür geruckelt. Ist da jemand? Meint ihr, hier drin spukt es? Ich hab voll Angst.